Joho, Minecraft-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Your Daily Dose Minecraft. Pika, Pika, heute mit Pika Cam. Ich habe bis 9 Uhr morgens die Sims 4 Special-Folge noch zu Ende geschnitten und alle Sachen angepasst und gemacht und getutetut. Und der Shader ist gar nicht an. Doch, ist er. Das ist nur der Low-Shader. Nehmen wir mal den Medium-Shader. Der ging ja eigentlich von den FPS. Und naja, jedenfalls... Ich sehe echt müde und fertig aus. Ich war noch einkaufen und jetzt habe ich keine Lust mehr, überhaupt irgendwas zu machen. Wir müssen das hier wieder wegmachen. Das geht nicht. Das muss wieder weg. Das ist unordentlich. Wir müssen gucken, dass wir den Tempel noch ein bisschen ordentlich kriegen. Erstmal machen wir jetzt noch den Innenteil fertig. Dann ist gut. Und da ich auch sehr spät dran bin mit Aufnehmen, weil ich habe noch mit Franz Battleblock Theater aufgenommen, da Dracolü uns ja eine Map gebastelt. Das werden sehr lustige Folgen. Und unser After Valentinstags Worm Special ist sehr ausgiebig, extrem erfüllend. Es ist eine sehr erotische Folge. Das ist eventuell FSK 18. Ich denke, ich werde sicherheitshalber da einen FSK-Titel davor schreiben. Ja, Pika, Pika. Pika, Pika. Und Pikachu muss euch halt jetzt denn die Webcam ersetzen quasi. Ich hätte auch Grumpy Cat hinsetzen können, aber zum Valentinstag passt eigentlich ein Pikachu ganz gut, ne? Heute ist Valentinstag. Mensch, schönen Tag, wo man sich um die Person kümmert, die man da lieb hat. Und zwar, ich sehe Valentinstag jetzt auch so als Tag, wo man mal seinen Freunden sagt, ich hab dich lieb und so. Und naja, vielleicht seinem Freund Blüschtier schenkt. Außer Mangelung besseren Ideen. Ansonsten, Tag wie jeder andere. Aber ich finde es halt schön, an für sich Liebe zu feiern. Also die Liebe sollte man immer feiern und hoch und heilig halten und sich nicht zu viele Gedanken und Stress machen. Wenn ich mir angucke am Valentinstag, wie viele Töpfe Deckel gefunden haben und wie viele Deckel, Töpfe oder Untertassen, je nachdem, was man dann gerne hätte, wo die Vorlieben sind, dann kann man da sehr zuversichtlich sein, dass man in seinem Leben jemanden findet. Man muss nur auch rausgehen. Ja, Pikachu, hab ich recht. Pikachu, hab ich recht. Ich glaube, hier mache ich nicht die Säule hin. Es muss irgendwie symmetrisch sein. Vielleicht machen wir hier noch ein bisschen mehr Dorf hin. Ich muss das nochmal genauer angucken. Ich baue das jetzt hier mal so ein bisschen um. So, ach, die Treppen werden ja... Moment. Doch, es gibt eine Möglichkeit, dass die Treppen hier eckig werden. Glaube ich. Nee, gibt's nicht. Schade. Sonst wäre das hier so cool gewesen. So eine Ecktreppe und dann nur so ein kleiner Nüppel und... Also kleine Nüppel sind halt toll. Oje, wie mache ich das denn jetzt hier hoch? So, dass ich auch noch jederzeit weiter hoch da komme. Beziehungsweise wieder runter. Ja, das ist schön. Dann wird der hier voll ständig umrahmt sein. Dann hätten wir unsere Säule. Ich hoffe mal, das klappt so. Ja. Gut, die Folge, wie gesagt, darf heute auch nicht so lang werden, weil ich muss die noch hochgeladen bekommen und ich nehme die jetzt sehr spät auf, weil ich, nicht so viel Zeit hatte. Ich habe mir gedacht, wir reden heute einfach mal nicht über Valentinstag und bla, Liebe und das hatten wir jetzt ganz oft, das Thema Nächstenliebe und sowas. Ihr könnt ja mal wieder Liebespam betreiben, indem ihr ganz einfach den Leuten, die ihr gern habt, ein Herzchen schickt und einfach sagt, Mensch, ich hab dich lieb. Und hier, was weiß ich, nicht nur Homo dahinter oder so. Ah, ich hab mir das wehtun. Keine Ahnung, manche Leute haben ja das dringende Bedürfnis zu sagen, aber nicht auf eine sexuelle Weise, Mann. Ist doch egal. Hinter jeder Zuneigung steckt auch immer ein kleines bisschen Hintergedanke, ja? Hopp. Komm ich da jetzt überall ran? Ja, ich denke schon. Nein, so ganz so wollen wir es jetzt nicht verallgemeinern. Was könnten wir für ein Thema nehmen? Also das letzte Mal, dass wir ein ganz belangloses Thema dran hatten, war unter anderem das Thema Kitzeln. Und das ist ja auch was Leuchterotisches, wenn man gekitzelt wird. Das Gekischer und Gekigel und Gelache, wenn man gekitzelt wird. Ah, das ist so lustig und man ist da so empfindlich. Und warum ist das eigentlich so? Wir hatten schon mal über das Thema geredet, warum man... Vielmehr, dass das Kitzeln beim Lachen halt Stress ist. Pika, Pika, das macht es jetzt übrigens noch die ganzen nächsten 5 Minuten. Und wenn man es an der Hand... Pika! Und wenn man es über den Kopf streichelt, dann quietscht es auch noch weiter. Das hätte ich eventuell durch Glowstone ersetzen müssen. Aber es ist eine ganz nette kleine Säule hier vorne. Und die Kartoffeln ernte ich jetzt einfach mal. Thema Kitzeln.
Also jetzt nur weil ein paar Leute, das habe ich halt, ich habe ja zufällig alte Folgen halt mal durchgeguckt. Und habe halt gesehen, dass ein paar Leute gesagt haben, ja, aber da steckt doch bestimmt noch mehr dahinter. Und nee, die Karotte hebe ich mir auf, das ist meine gedroppte Karotte, da bin ich ganz stolz drauf. Und das stimmt auch, es steckt hinter Kitzel noch mehr. Da sind wir nämlich nie weiter drauf eingegangen. Am, yam, 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 yam. Ach komm, wir gehen. Nee, wir brauchen noch mehr Treppen. Und beim Kitzeln geht es nicht nur darum, dass man halt sich so ein bisschen Stress ärgert und so. Das ist ein Lernprozess. Wenn ihr mal nachdenkt, wo man überall kitzelig ist, das ist bei Menschen ein bisschen unterschiedlich. Meistens die sehr empfindlichen Regionen am Körper, die Weichteile quasi, also die etwas empfindsamen Stellen. Der menschlichen Anatomie, jetzt muss ich hier runter, vorsichtig. Zack. So dunkel da, da muss man unbedingt noch Fackeln hin. Und warum ist das so und warum sind das die empfindsamen Stellen und warum kitzelt man sich dann da trotzdem und kichert? Diese empfindsamen Stellen möchte man ja beschützen. Und man möchte ja nicht, dass man dort zu Schaden kommt, weil das wäre natürlich sehr fatal, weil das sind alles sehr, sehr leicht verwundbare Stellen, an denen man kitzelig ist. Deswegen ist es auch von Mensch zu Mensch verschieden, je nachdem, wo er sich selbst auch noch als empfindsam selber titulieren möchte, also vom Gefühl her. Da muss jetzt hier auch wieder was hin. So. Achso, das ging ja nicht, da war ja was. Und indem man andere Leute kitzelt, da fängt man ja an, die Leute fangen an, die Schultern hochzuziehen, wenn man sie am Hals kitzelt. Man versucht sich zu schützen, wenn man gekitzelt wird. Und das ist der Sinn dahinter. Man bekommt von seinen Geschwistern, von seinen Eltern, von, das war zu hoch, oder? Moment, wie habe ich das hier geregelt? Zack, und dann genau, und dann hier lang, da lang. Und dann, wieso kann man hier nicht? Das müsste doch ohne Probleme, ach so. Ah, oh, ei. Man bekommt von seinen Eltern, von seinen Geschwistern mit dem Kitzeln beigebracht, dass man diese Stellen zu schützen hat. Damit man aber dabei nicht dann Angst hat und denkt, oh nee, ich werde gekitzelt und das ist voll gefährlich und unangenehm und das möchte ich eigentlich gar nicht, fängt man an zu lachen, wie blöde. Das symbolisiert, ich meine das nicht böse, das ist nicht negativ, das ist wie so ein Instinkt. Man fängt dann einfach an zu lachen, das ist so nach dem Motto, so, du brauchst dir keine Gedanken machen, wir kitzeln uns jetzt hier total harmlos und du kommst dabei nicht zu Schaden, etc. pp. Das ist quasi der etwas erweiterte Sinn dahinter, dass wir anfangen zu lachen und das so empfinden. Zumindest ist das nach der Forschung hin die Erklärung, ja? Also da lege ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer, weil man kann bei Forschern, ich meine, das ist halt auch nur etwas, was man sich so über die Zeit beibringt, ein Verständnis für den Menschen etc. und so weiter und so fort. Da muss auch nicht immer alles stimmen, aber diese Theorie scheint am plausibelsten. Wenn ihr euch also halt ärgert und kitzelt und kichert und denkt, ah nee, oh, ist das unangenehm und so, man hat trotzdem Spaß dabei, aber man schüttet auch furchtbar viel Stresshormone aus und merkt, dass es auch einen stresst, liegt es halt daran, ja, das stresst einen wirklich, das ist tatsächlich Fakt, dass es für eine Person ein stressiges Unterfangen ist, gekitzelt zu werden. Deswegen gibt es auch Menschen, die das überhaupt nicht mögen und sehr negativ darauf reagieren, wenn man sie kitzelt. Okay, das muss noch einen höher. Ika. Mal vielleicht eleganter lösen. Das musste einen höher soll heißen. So? Ja, so geht das. Machen wir das jetzt hier so. Ist das doch in Ordnung? Und dann kann hier eine Fackel rein. Und da auch. Also es gibt halt Menschen, deswegen, die mögen halt das mit dem Kitzeln auch überhaupt nicht. Da sollte man auch drauf achten, wenn das jemand nicht mag, weil er halt wirklich in dem Moment richtig großen Stress hat und Angst regelrecht kriegt, weil das einfach so ein instinktives Verhalten dahingehend ist. Das ist nicht schlimm, das ist völlig ein natürlicher Instinkt. Wenn ihr dabei so reagiert, dann müsst ihr euch nicht dafür schämen oder sowas. Ich mag es auch überhaupt nicht, gekitzelt zu werden. Ich hasse das wie die Pest, wenn das jemand macht, drehe ich total durch. Weil ich halt einfach da auch auf meine Sicherheit sehr bedacht bin. Und man sollte sich aber halt auch wiederum dabei im Klaren sein, dass das nichts Negatives ist, gekitzelt zu werden, weil man dann halt dabei beigebracht bekommt, achso, jetzt muss ich das hier noch wegmachen, beigebracht bekommt, wie man sich eigentlich davor schützt, wie man sich eigentlich vor Schaden an den etwas empfindlicheren Stellen am Körper schützt. Ne? Also gerade so der Hals ist ja nun mal eine sehr empfindliche Stelle. Da sollte man auch immer gut drauf aufpassen. Ja, jetzt kommt man hier super leicht runter.
interessant gemacht. Treppenkonstruktion habe ich. Das kenne ich so auch noch nicht. Huch, das muss noch weg, das stört. So, es war vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Andere, die sich gedacht haben, weiß ich schon. Andere, die sich denken, ist mir doch scheißegal. Aber ich dachte, das ist vielleicht ein interessanter Fun-Fact. Ausbildungsstand, Allgemeinbildung, ich weiß nicht, wieso ich das weiß. Das sind so Dinge, die habe ich mal irgendwo gelesen, wahrscheinlich beim Arzt in irgendeiner Zeitung, wie immer. Oder in einem YouTube-Video gesehen, das kann auch sein. Da gibt es ja auch immer allerhand wissenschaftliche Sachen. Ja, das ist cool. Jetzt müssen wir hier noch den Innenbereich gestalten. Schreibt doch mal in die Kommentare. Kitzelt ihr euch? Lasst ihr euch kitzeln? Ist das okay für euch? Oder stört euch das? Ist das unangenehm? Oder über uns könnte locker was bauen in dieser Etage? Also wie gesagt, ich bin nicht so der Freund vom Kitzeln. Ich finde das irgendwie unangenehm. Natürlich, können wir ja mal mitnehmen hier. Ich finde das irgendwie komisch. Weil es halt so doch... Man merkt halt, wie man dabei gestresst ist, aber... So in dem Zusammenhang jetzt macht mir das ehrlich gesagt nicht mehr so große Probleme, weil ich das ja jetzt weiß. Wir müssten theoretisch hier die Wand noch rausnehmen, damit es symmetrisch wird. Oder mehrfache Gänge. Meine, ich fände das schon ganz cool, wenn das dann hier so lang ginge. Stört ja auch niemanden. Okay, jetzt müssen wir hier gemeißelt nehmen, aber egal. Die Schalter müssen wir natürlich noch umarbeiten, aber ansonsten. Und dann wäre das halt hier ein langer Gang. Sieht auch ganz schön aus, wenn das hier der gemeißelte ist. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das hier geschönigt haben, aber ansonsten gefällt mir das schon mal ganz gut. Ja. Ich mag auch das Wort Kitzeln gerne, genauso wie Tickle. Also ich finde, das klingt halt einfach irgendwie drollig. Kleine Babys haben ja am Kitzeln sehr viel Spaß. Es ist eher später so, dass es halt oft halt auch, ja sagen wir, von Geschwistern oder von Mitschülern oder so missbraucht wird, um einen halt doch schon ziemlich zu ärgern. Dahingehend, dass man das dann halt einfach als übertrieben empfindet. Das ist dann natürlich nicht schön, das sollte natürlich dann nicht so sein. Aber das ist dann halt einfach auch damit verbunden, wie gemein die Mitschüler so zu einem sind, ne? Und wie wir Mitschüler kennen, können die sehr gemein zu einem sein. Ja, wir müssen hier wirklich das noch einen rausziehen. Und dann machen wir aber so einen Wassergraben. Der halt hier nicht ganz voll gefüllt wird. Oder wir können ja noch einen tiefer buddeln, das ist auch nicht das Problem. Ziehen wir hier einfach noch die Decke raus. Und das muss ja auch noch ein bisschen rausgezogen werden, weil das sieht sonst zu eng hier drin aus. Dass es so ein bisschen Tempelatmosphäre kriegt. Vielleicht kann man auch noch einen kleinen Dungeon reinbasteln oder so. Ja, ich übertreibe wieder, weil ich gleich wieder 1000 Ideen habe. Achso, das muss ich ja gar nicht rausreißen. Das ist ja dann hier schon... So, ne? Genau. Nee, das muss noch einen tiefer. Ja, ist schon richtig. Genau, dann kommt hier der Boden. Und hier die Wand, die müssen wir noch einen rausreißen. Also so, 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 so. Ja. Ich und symmetrisch bauen, das sind also zwei paar Dinge. Könnte man hier richtig schön ausschmücken noch. An den Hebel müssen wir auch noch ein bisschen intelligenter anbringen. Was gibt's hier alles Schönes? Nichts Interessantes, nichts Vernünftiges gedroppt. Ihr seid langweilig. Oh, ja, also wenn man hier rauskommt, dann wäre da hier noch so ein kleiner Tempel-Eingang, so ein kleiner Altar oder so. Das wäre irgendwie ganz cool. Erstmal soll es natürlich der Eingang zur Monsterfalle sein. Dann müssen wir das hier noch symmetrisch ausbauen, dass es schön ist und alles mit Sandstein machen. Das bedeutet, wir brauchen wieder Sand. Wir haben auf jeden Fall noch jede Menge Sandstein zum Abfarmen, weil da, wo wir den Sand abgebaut haben, ist ja jede Menge Sandstein. Den können wir uns ganz ohne Probleme auch genehmigen. Und hier gehen wir jetzt einfach die schwindelige Wendeltreppe nach oben. Jetzt ist mir schwindelig. Wo bin ich? Wo ist alles dunkel? Oh no, ich muss so schnell hier rein. Huh! Regnet das draußen wieder? Ich glaube ja. Na, das ist ja nicht das Problem. Okay, Sandstein wieder abfarmen. Ist klar. Und Pikachu hat aufgehört zu quieken. Huch. Pikachu. Ah. Gut. Heute haben wir über das Kitzeln geredet. Kitzeln hat halt auch wegen diesem kitzeligen, naja, wie soll ich sagen, neben diesem Charmfaktor dahinter halt auch einen recht erotischen Hintergrund. An den Stellen, an denen man kitzelig ist, findet man auch ganz häufig
Erogene Zonen. Sie hat Zonen gesagt. Verbrennt sie. Ach, nicht doch. Ich bin kein Zombie. Ich brenne nicht bei Nacht. So. Ah, das sind nur leckere Kartoffeln. Na gut, dann werden wir im nächsten Part halt jetzt Sandfarmen gehen ohne Ende. Und im übernächsten Part ist erstmal wieder Minecraft-Leben angesagt. Also ich habe mir gedacht, ich hoffe es, ich krieg's jetzt die Tage hin, abends ein bisschen Leben streamen und dann ansonsten alle 3 Tage eine Folge Leben bringen. Finde ich, ist eigentlich so ein ganz guter Punkt, oder? Dann sieht man auch ein bisschen, was ich getan hat, weil ich habe halt momentan nicht so viel Zeit darauf zu spielen. Weil, wie gesagt, viele Serverprojekte viel zu tun. Kein Zombie draußen, gar nichts. DKs Pferd steht hier immer noch ganz gechillt. Den müssen wir mal wieder einladen, mit dem muss ich mal wieder aufnehmen, unbedingt. Vielleicht haben wir zu Minecraft Leben mal so eine kleine Session zusammen. Wuschel und Rahmschnitz zusammen wäre total super. Wäre eigentlich total nice. Muss eine etwas größere Aufnahmerunde. Halt mit den Leuten, die ich kenne. Und ich wollte Zektus mal fragen, ob er Bock hier hat. Weil der macht ja auch Let's Plays. Nur mal so als Info von Minecraft Leben. Und ist da sehr tüchtig und kümmert sich sehr um den Server. Und überhaupt, ich lege mich ins Bett. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Valentinstag. Sagt eurer Mama, dass ihr sie lieb habt. Eure Freunde, eure Mutter, eure Schwester, eure Mutter. Was ihr auch habt, ansonsten sagt es euch selbst. Geht zum Spiegel und sagt eurem Spiegelbild, dass es toll ist, denn euer Spiegelbild und ihr seid toll. Hä? Nee, das ist irgendwie komplett... Nee, man ist das ja selber, das ist sehr verwirrend. Paralleluniversen! Oh mein Gott! Das ist eine völlig neue, da habe ich überhaupt noch nicht, ich wollte mich ins Bett legen. Das ist immer so, wenn man sich ins Bett legen will, fängt man an, über irgendwelchen Bombsmiss nachzudenken. Nein, macht's einfach so, ihr nehmt eure Arme, ihr streckt die aus. Euren rechten Arm bewegt ihr jetzt krümmend ganz langsam nach links. Und mit eurem linken Arm geht ihr ganz langsam nach rechts und krümmt ihn weiter, bis ihr zu euren Schultern kommt. Und dann drückt ihr euch einmal ganz fest selbst. Oh, schön. Oh, so viel Zuneigung, das kennt man ja gar nicht. Und dann hält sich das auch. Gute Nacht. Tschüss.